Ja, Werner Kohlmeier war ein echter Held, zumindest bei der WM 1954 im Endspiel. War nicht nur ein zuverlässiger Verteidiger, sondern er rettete ja darüber hinaus auch zweimal auf der Torlinie für den längst geschlagenen Toni Turek und trug somit maßgeblich natürlich zum Wunder von Bern bei. Auch für den 1. FC Kaiserslautern bestritt er 16 Jahre lang zuverlässig seine Spiele und wurde auch zweimal deutscher Meister. Im Leben hatte er leider danach nicht mehr so viel Glück. Er verlor sein Haus, seine Frau ließ sich von ihm scheiden, der Kontakt zu seinen Kindern brach ab, er verfiel der Alkoholsucht und starb dann leider schon verarmt mit 49 Jahren an einem Herzinfarkt. Heute wäre er 92 Jahre alt geworden. Für uns hier im Deutschen Fußballmuseum bleibt er natürlich immer mit dem Wunder von Bern verbunden, immer ein Held.